Uiuiuiuiui. Es ist alles ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich brauche das. Oh mein Gott, das stimmt wirklich. Wir haben ein Crumpet. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielplatz und Games. Und Leute, ich bin heute in Tokaboka. Und das heißt, ich habe heute für euch ein paar Lifehacks vorbereitet. Warum sage ich vorbereitet? Weiß ich nicht. Also, ich habe das letzte Mal, als ich in Tokaboka war, habe ich ja gesagt, dass ich hier ein paar Gratisgeschenke habe, die ich auf jeden Fall nicht geöffnet habe. Sagen wir mal so, das Video, ich habe das Freitagsgeschenk noch nicht geöffnet. Also, weil das Video ist ein bisschen, ich nehme das ein bisschen früher auf. Deswegen, das Freitagsgeschenk von dieser Woche ist hier noch nicht drin. Aber das werde ich dann wahrscheinlich am Montag oder so mal, also morgen wahrscheinlich mal rausgucken. Oder war noch immer. Mal gucken. Leute, ich gucke mir gerade halt die ganzen Gratisgeschenken, die ich zwischen den Tagen leider verpasst habe. Es sind nur zwei. Ich glaube, es waren noch ein bisschen mehr, aber ich habe die einfach nicht geöffnet. Ich habe die einfach verpasst. Wenn ich Geschenke verpasse, dann verpasse ich die komplett. Also, dann kann ich die nichts mehr mit denen machen. Weil ich glaube, da waren auf jeden Fall ein paar mehr. Auf jeden Fall die meines Geschenke. But it's fine. It's fine. Es ist in Ordnung. Was habe ich hier? Ich habe hier eine Rakete. Uiuiuiuiuiui. Ach so, das sind die 2023 Geschenke. Cool. Cool, dass ich die habe. Das ist, glaube ich, die letzten Geschenke gehabt. Leider habe ich meine ganzen Weihnachtsgeschenke verpasst. Aber das ist doch egal. Schreibt auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, was ihr auf jeden Fall für die Weihnachtsgeschenke bekommen habt. Weil ich glaube, das war so ein kleiner Adventskalender. Das waren die kleineren Weihnachtsgeschenke, die man so gekriegt hat. Habe ich jetzt leider nicht gekriegt, einfach nur, weil ich ein bisschen blöd bin. Aber passiert halt, ne? Ist halt eigentlich egal, Leute. Ich habe heute für euch ein paar schöne Lifehacks. Und Secrets, die neu sind mit dem neuen Update. Also mit dem neuen Update. Jetzt mittlerweile ist es schon ein bisschen älter. Aber es gibt tatsächlich neue Crumpets. Angeblich. Ich bin mir nicht sicher. Aber angeblich gibt es neue Crumpets. Und zwar, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür so diesen Ball. Ich brauche diesen Ball. Und ich brauche, glaube ich, Milch. Mhm. Es ist alles ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich brauche das. Die Brille. Ich habe vergessen, wie die heißt. Das ist nicht die Brille. Die, ihr wisst, was ich meine. Ich habe leider vergessen, was es heißt, wie die heißen, genau. Aber ist es egal, weil jetzt müssen wir auf jeden Fall auf den Müllhof gehen und anscheinend angeblich kriegen wir da neue Crumpets. I don't know. Ich gucke erstmal, weil, also das Ding ist, ich habe ja mal die ganzen Crumpets gesammelt, außer die Crumpets mit dem, die man hier quasi gratis bekommt, wenn man hier auf den Müllhof geht. Ich habe die leider nicht gesammelt und das heißt, dass ich auch keine Ahnung habe, ob das eigentlich wirklich funktioniert, wenn man zwei verschiedene Sachen quasi Leuten mitbringt. Und zwar, was habe ich? Ich habe diese Schüssel und diesen Ball und das gebe ich Nari. Mhm. Soll ich das Nari geben? Oder soll ich das jemand anderem geben? Ich glaube, ich sollte es Rita geben. Ups. Ja, sorry Nari. Ich gebe es auf jeden Fall Rita. Ich muss ja dann erstmal Rita finden. Das wird auf jeden Fall spaßig. Da ist Rita. Okay. Und Rita sollte ich diese beiden Sachen geben. Und angeblich... Oh mein Gott, das stimmt wirklich. Wir haben ein Crumpet. Ist das neu? Ist der Crumpet neu? Ist das neu? Das sieht sehr interessant aus. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wofür der steht und was eigentlich damit ist. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt sollte ich diese Sachen und die Milch an Rita geben. Und wir haben noch einen neuen Crumpet. Oha, Leute. Wir haben einfach neue Crumpets dabei. Sind die neu? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Also auf jeden Fall, so wie ich das recherchiert habe, sollten die komplett neu sein. Oh mein Gott, ich freue mich drauf. Wie cool ist das denn? Also es gibt tatsächlich noch mehr Crumpets, die so, so rauskommen, wenn man verschiedene Sachen gibt, den vier Hauptcharakteren in Tokaboka. Genau hier auf dem Müllhof, nur hier, glaube ich, passiert sowas. Aber ja, das ist sehr interessant und sehr komisch und sehr anders. Aber es sind vier neue Crumpets. Ne, es gibt zwei neue Crumpets, die wir jetzt neu haben mit Tokaboka. Könnt ihr auf jeden Fall, falls ihr eine Crumpet-Sammlung macht, hier noch zwei neue. Richtig cool. Freue mich drauf, weil, wie gesagt, ist was Neues für mich. Auf jeden Fall was Neues für mich.
Und zwar, Leute, ich habe heute für euch ein paar Lifehacks mit den neuen Möbelpack. Tada, ich freue mich drauf, weil ich habe ja schon euch gesagt, dass es halt wirklich was sehr, sehr Cooles ist. Also diese Möbelpack ist einfach sowas von cool. Ich liebe diese ganzen Sachen, die wir da haben. Und ich bin heute jetzt in Luxusvilla. Und zwar zeige ich heute ein paar kleine Lifehacks, wie man das schön gestalten könnte. Und zwar fangen wir erstmal mit dem wunderschönen Bett. Also das habe ich theoretisch schon so ungefähr so gemacht, aber natürlich war das in einer anderen, das war in einem anderen Haus und das habe ich halt quasi nur getestet und so, deswegen möchte ich auf jeden Fall heute jetzt das schön austesten und zwar mit diesen wunderschönen neuen Sachen, die wir hier bekommen haben. Ich baue jetzt mir quasi einen Vorhang aus den Sachen, die wir hier bekommen haben. Ja, ich versuche das quasi einfach nur so zu mixen. Ist das große oder das kleine? Das ist das große. Wundervoll. Ich versuche hier quasi diese ganzen Sachen zu mixen und zu gucken, ob es alles passt oder nicht. Und ich freue mich einfach drauf, weil guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das mal an. Das sieht so cool aus. Ich liebe das so sehr. Und natürlich, ich toppe das noch mit diesen wunderschönen Blumen. Mit ein paar Blumen. Und das quasi sieht dann quasi so aus, als ob das so ein weitergeht von der ganzen. Weil das Ding ist, auf diesem Bett haben wir ja auch so ein bisschen, so ein paar Pflanzen, ein paar grünes Zeug. Und das sieht quasi dann so aus, als ob das quasi so weitergeht. Und oh mein Gott, sieht das sehr, sehr, sehr toll aus. Ich liebe das total. Und natürlich können wir das noch alles toppen damit. Also ich weiß nicht. Wenn man noch mehr Pflanzen haben möchte, dann kann man noch mehr Pflanzen haben. In Tokabuka ist es jetzt der Fall. Wir können mehr Pflanzen haben. Und das stört mich überhaupt nicht, wenn wir mehr Pflanzen haben können, dann machen wir das natürlich auch, weil Pflanzen schaden auf jeden Fall gar nicht. Und ich denke mir gerade, was ist, wenn ich dann das doch damit toppen kann? Ja, das wird doch auch noch das Beste sein. Oh mein Gott, Leute. Ich übertreibe natürlich richtig hart, aber guckt euch mal, wie schön Tokabuka jetzt einfach nur mittlerweile sein kann. Ich kann nicht mehr. Das sieht einfach so schön aus. Und natürlich können wir auch was Schönes auf die Fensterbank reinpacken. Und zwar vielleicht auch noch ein paar mehr Pflanzen. Und ich meine, wir haben ja doch Pflanzen bekommen. Wenn wir Pflanzen bekommen haben, dann packen wir auch Pflanzen da drauf. Weil, natürlich, warum auch nicht? Wir können auch sehr schöne andere Pflanzen hinpacken. Also das müssen jetzt nicht unbedingt aus dem neuen Pack sein. Aber können wir natürlich alles Mögliche machen. Und zwar habe ich noch für euch noch ein paar andere Lifehacks. Und zwar ist dieser Lifehack tatsächlich, hat was damit zu tun, mit diesem wunderschönen Regal. Quasi mein Puppenregal, wie ich das genannt habe, weil ich liebe das sehr, 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 sehr. Sieht richtig schön aus. Und zwar, damit es noch schöner aussehen könnte, perfekte Größe hat dafür dieser Spiegel. Und zwar stelle ich einfach nur meinen Spiegel genau quasi dahinter. Und zwar, ich werde es versuchen, auf jeden Fall relativ mittig zu halten. Und es sieht eigentlich jetzt schon gut aus. Also, I mean, das ist mega cool, weil diese beiden Sachen leuchten. Also, der Spiegel leuchtet und der Regal leuchtet. Es leuchtet einfach alles, Leute. Und in diesem Regal können wir auch diese neuen Spielzeuge, die wir hier haben, reinstellen. Aber müssen wir nicht unbedingt die ganzen Spielzeuge, weil das Ding ist, diese ganzen Figürchen können wir wirklich auspacken und da andere Sachen reintun. Also erstens sind diese Figürchen, falls ihr das noch nicht wisst, diese Figürchen gibt es in Tokabuka wirklich. Also dieses Fischbein gibt es, das hier gibt es auf jeden Fall und dieses wunderschöne Ding gibt es auch. Also wirklich, es sind drei quasi Superheldencharaktere in Tokabuka anscheinend. Also sind Superhelden, die es in Tokabuka wirklich gibt. Und man kann sie auch natürlich finden. Auf jeden Fall ein paar Kostüme von denen. Auf jeden Fall den Fischmann kann man auf jeden Fall finden. Und von diesen beiden kann man nur Kostüme kriegen. Aber trotzdem, man kann auf jeden Fall die in Tokabuka sehen. Und zwar in diese schöne, wunderschöne Sachen können wir andere Figürchen reintun, die wir auf jeden Fall gerne haben möchten. Eigentlich komplett egal. Aber wir können andere Figürchen da reintun. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt der Fan von diesen Figuren ist, von diesen Superhelden ist, dann packt man einfach nur was anderes rein. Und das ist in Ordnung. Das ist okay. Und man kann das auch wieder zumachen. Und wir können die natürlich wieder hier hinpacken.
Und dann sieht es so aus, als ob ich das gerade einfach nur richtig, richtig schön gesammelt habe. Das sind quasi meine Sammelstücke. Und oh mein Gott, ich freue mich drauf einfach nur, weil es richtig, richtig schön aussieht. Boah, es wäre richtig cool, vielleicht mein Zimmer einfach nur nachzustellen in Tokaboka, weil mein Zimmer sieht auch ungefähr so aus. Also ich habe da auch richtig viele Puppen stehen. Oh mein Gott, Leute. Also, noch ein wunderschöner Hack. Boah, diese Figürchen sehen so toll aus. Ich liebe die total. Aber noch ein toller Hack, tatsächlich mit den Teppichen. Und zwar, wir haben ja neue Teppiche bekommen, ne? Aber wir haben auch diesen wunderschönen Teppich, der halt quasi wie eine Blume aussieht. Diese Blume ist schön, aber man könnte das zum Beispiel ein bisschen extra machen, weil extra muss immer sein. Und zwar können wir diese wunderschönen Blitz da rein tun und dann sieht es quasi ungefähr so aus. Ich muss aber erstmal versuchen, das so hinzukriegen, dass es dann wirklich so aussieht, als ob es zwei ist ein bisschen schwierig, das Ganze hinzumachen. Aber trotzdem, das sieht so aus, als wäre das ein Teppich, oder? Also ja, natürlich jetzt nicht perfekt, aber trotzdem schon ungefähr so. Und Leute, wir haben ja quasi bei den ganzen neuen Sachen ja auch noch was Komisches bekommen. Und zwar einfach Klamotten, die einfach so rum sind. Also das, so sieht mein Schlafzimmer aus. So sieht mein Schlafzimmer aus. Genauso. Meine Klamotten sind auch einfach nur auf dem Boden. Relatable. Wenn es für euch auch so ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es bei euch genauso aussieht. Aber Leute, diese wunderschönen Klamotten können wir wirklich in die Waschmaschine tun. Weil das Ding ist, in die Waschmaschine konnte man ja bis jetzt quasi nicht wirklich reintun. Und das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man die Waschmaschine anmacht, wo halt nichts drin ist, ne? Macht ja Sinn. Also theoretisch hätte ich da, ich glaube, vielleicht ein Tuch hinstellen können, oder? Warte mal. Ja, ein Tuch geht da rein. Aber als ob ich jetzt einfach nur die ganzen Sachen so wunderschön da reintue, ne? Nein. Was ich jetzt brauche, ist auf jeden Fall ein Tisch. Ein Geschenktisch. Damit ich ein Geschenk daraus machen kann. Dieses Geschenk packe ich in die Waschmaschine rein und ich öffne es. Wonach sieht's aus? Es sieht nach sehr nicht tollen. Es sieht nach Klamotten in der Waschmaschine aus. Aber natürlich, die stehen ein bisschen so auf. Also es sieht jetzt nicht unbedingt ganz gut aus. Aber wir können das natürlich alles noch toppen. Indem wir hier, weiß ich nicht, so einen Waschraum machen und wir stellen es ein bisschen so dahinter oder so. Oder wir können hier auch einfach nur wenn es ein Waschraum ist, dann natürlich einfach nur ein Waschbecken irgendwie so dahinter hier stellen und so. Und dann sieht es man schon gar nicht, ne? Dann sieht es man schon gar nicht mehr und dann sieht es einfach nur richtig gut aus. Oder natürlich, man kann noch so tun, dass man kann auch einen zweiten eine zweite Waschmaschine dahinstellen und einfach nur so tun, als ob es nicht eine Waschmaschine ist, sondern ein Trockner. Perfekt. Ich persönlich finde es, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und vor allem halt, es sieht so aus, wie das sein soll. Und man packt einfach nur die Sachen in die Waschmaschine rein. Perfekt. Perfekt. Muss man einfach weg damit. Und man kann natürlich diese ganzen Klamotten jetzt auch waschen, indem ich das so mache. Und ich wasche meine Klamotten. Meine dreckigen Klamotten anscheinend. Aber Leute, doch ein richtig cooler Hack. Und warte mal. Ich mach's auf und ja. Es ist perfekt. Es ist gewaschen. Es ist da. Und es passt alles. Leute, ich finde das einfach nur mega, mega wundervoll und wundertoll. Und wisst ihr was, was ich das letzte Mal überhaupt noch nicht gesehen habe? Ich habe es gerade erst gesehen und ich war so, wow. Und zwar, erstens, wir haben neue Häkchen. Toll. Haben wir auch gehabt, aber in verschiedene andere Farben. Wir haben, glaube ich, in Pink gehabt. Und in Pink? Nur in Pink? Und solche Häkchen hatten wir auch. Aber solche ähnliche waren halt, glaube ich, nur in Pink dabei von Neonhaus. Und ich dachte mir so, ja, okay, ein Skateboard. Es ist ein Wandregal. Ich habe überhaupt nicht gecheckt. Ich habe einfach nur so gesehen, so Skateboard, runterscrollen, weiterscrollen, es interessiert mich nicht. Es ist einfach ein Wandregal. What? Ein Wandregal? Was wie ein Skateboard aussieht? What? Ich finde es einfach nur gerade richtig, richtig toll. Und das sieht einfach so gut aus. Leute, Ich packe einfach Sachen auf ein Skateboard drauf. What? Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Und Leute, noch ein Hack.
Wenn man unbedingt möchte. Wenn man unbedingt möchte, dass man da drauf als Charakter sich darauf hinsetzt, kann man das natürlich auch machen. Das ist ja gar nicht. Das ist ja komplett verständlich. Kann man ja natürlich auch machen, indem wir einen Hocker brauchen. Wir brauchen einen Hocker, was wir dann selber machen können. Also selber theoretisch aufstellen können. Und zwar ist es dieser wunderschöne Hocker. Wir bauen den auf. Ich setz meinen Charakter da drauf. Und bitte funktioniere. Warum funktioniert das nicht? Leute, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum das mit mir nicht funktioniert. Ich bin einfach blöd. Ich mache da irgendwas falsch. Also Leute, ich habe das schon so oft gesehen, dass man quasi einfach nur mit diesem Hocker... What? Okay, das hat funktioniert. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber dass man quasi diesen Hocker mit dem Charakter drauf einpackt in ein Geschenk und dann das Geschenk einfach nirgendwo anders hinstellt und dann sitzt mein Charakter einfach nur auf dem Hocker, auf dem Wandregal, was wie ein Skateboard aussieht. Tokaboka ist einfach crazy. Tokaboka ist einfach crazy. Leute, ich finde, das ist wirklich crazy, Leute. Was passiert da? Was passiert da in Tokaboka schon wieder? Oh mein Gott, Leute. Also, ich hoffe, euch haben meine wunderschönen Lifehacks sehr gut gefallen. Also mir auf jeden Fall auch, weil die waren jetzt wirklich, wirklich crazy. Ich habe tatsächlich noch ein paar Lifehacks für euch, aber die werde ich auf jeden Fall in der nächsten Runde erzählen. In der nächsten Folge von meinen Lifehacks in Tokaboka. Die werde ich schon dann später erzählen. Leute, wenn ihr auf jeden Fall Teil 2 davon sehen wollt oder Teil was auch immer, ich habe so viele Lifehacks gemacht, aber Teil 2 von diesen Lifehacks, dann schreibt es gerne unter die Kommentare. Und sonst, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten vielleicht Tokaboka-Video auch oder vielleicht bei einem Roblox-Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!